Hallo, ich bin's wieder. Mein Name ist Erik. Ich arbeite als Personal Trainer in Berlin und bin auch unter dem Hauptstadttrainer bekannt. Ich zeige euch heute Mobilisation für eure Brust bzw. eure Lendenwirbelsäule, damit ihr euch vorm Training richtig erwärmen bzw. mobilisieren könnt. Ganz wichtig dabei ist jetzt erstmal, dass wir unsere Wirbelsäule in die verschiedenen Teile einteilen. Wir haben einmal die Halswirbelsäule, unsere Brustwirbelsäule und die Lendenwirbelsäule. Die Lendenwirbelsäule sollte in der Tat eigentlich nicht stark mobilisiert werden. Deshalb zeige ich euch gleich eine Beweglichkeitsübung für eure Hüfte und damit könnt ihr hier in dem Bereich besser arbeiten. Dieser Bereich sollte in dem Fall stabil bleiben. Außerdem zeige ich euch, wie man sich die Brustwirbelsäule richtig mobilisiert und auch die Schulter mobilisiert. Als erstes gehen wir in den Vierfußstand. Beide Hände sind unter den Schultern, der Rücken ist gerade, beide Knie sind unter der Hüfte aufgestellt. Ihr atmet tief aus. Rollt euch hier so weit wie möglich ein. Dann atmet ihr ein und schaut nach vorne. Diese Bewegung ist wunderbar, um die ganze Wirbelsäule erstmal ganz leicht vorzumobilisieren und vor dem Training bereit zu machen, dass ihr euch nicht verletzt, beziehungsweise dass sich vielleicht kleine Blockaden schon mal lösen und ihr somit in verschiedenen Bewegungen mehr Bewegungsqualität und vielleicht sogar noch tiefer in verschiedene Bewegungen kommen könnt. Davon ungefähr 6 bis 8 Wiederholungen. Und danach setzt ihr eine Hand an den Hinterkopf, geht mit dem Ellbogen so weit wie möglich runter und dreht jetzt den Ellbogen hier so weit wie möglich nach oben auf. Ganz, ganz häufiger Fehler hierbei ist, dass ihr die Hüfte mitschiebt und hier oben euch gar nicht richtig rotiert. Das ist wichtig und zwar, dass ihr hier die Hüfte stabil haltet. Ihr könnt zum Beispiel hier auch eine Faszienrolle zwischen die Knie klemmen, um die Hüfte zu stabilisieren und dann von da aus den Arm so weit wie möglich nach oben. Schaut dem Ellbogen im Idealfall hinterher, somit dreht ihr auch noch ein bisschen in der Halswirbelsäule beziehungsweise habt noch eine kleine Mobilisation in der Halswirbelsäule. Langsam wieder runter, dann wieder nach oben. Hochgehen, ausatmen. Somit könnt ihr noch ein kleines Stückchen weiter rotieren. Langsam wieder runter und wieder nach oben und ausatmen. Was ihr auch machen könnt, um vielleicht noch ein kleines bisschen mehr in der Schulter zu mobilisieren, ist, wenn ihr mit dem Arm unter den Körper geht und euch dann hier so weit wie möglich zieht. Dadurch habt ihr nochmal einen größeren Zug auf der Brustmuskulatur. Auch diese Geschichte könnt ihr gerne 6 bis 8 Mal vor dem Training machen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich euch gerade eben schon gesagt habe. Die Lendenwirbelsäule sollte nicht mobilisiert werden. Das ist ein stabiler Strang, der sozusagen für Stabilität im Körper sorgen sollte. Hüfte und Brustwirbelsäule drunter und drüber sollten daher aber trotzdem sehr mobil sein, damit die Lendenwirbelsäule nicht so stark in die Rotationsbewegung gehen muss. Für die Hüfte zeige ich euch Folgendes. Und zwar habt ihr ein Bein vorne liegen, 90 Grad vor euch, der Oberkörper ist ganz gerade, eure Schultern sind parallel zum Unterschenkel und von da aus geht ihr jetzt ganz, ganz langsam nach unten. Lasst den Rücken so gerade wie möglich und versucht euch jetzt hier, soweit es geht, nach unten zu legen. Wichtig ist, der untere Rücken bleibt so gerade wie möglich. Viele von euch kommen jetzt bestimmt hier ganz, 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 ganz easy runter und können sich jetzt hier ablegen. Meine Hüfte ist nicht ganz so mobil für euch. Deshalb entweder, wenn ihr sagt, okay, ich bin nicht ganz so mobil wie Erik, ich bleibe hier oben, lasse den Rücken gerade und merke einen Zug im Po. Und wenn ihr sagt, ach easy, mache ich täglich, dann geht ihr hier einfach ein kleines bisschen weiter runter und versucht sozusagen so tief wie möglich in diese Dehnung zu kommen. Atmet tief ein, zieht euch lang, atmet aus und geht so weit wie möglich runter. Nochmal, tief einatmen, lang ziehen, ausatmen, so weit wie möglich runter. Gerne das 3-4 Mal wiederholen, um einfach immer ein bisschen tiefer in die Position zu gehen. Das könnt ihr vor dem Training machen, um euch vorzumobilisieren, zum Beispiel vor Squats oder vor Deadlifts. Oder ihr macht es nach dem Training, um einfach ein bisschen mehr Spannung aus der Muskulatur zu nehmen und euch sozusagen im Nachgang einfach ein bisschen intensiver zu dehnen. Als nächstes zeige ich euch nochmal eine Beweglichkeitsübung für eure Schultermuskulatur. Dafür legt ihr euch auf den Rücken, nehmt beide Hände über den Kopf, die Ellbogen werden runtergedrückt, der Bauch ist fest,
Jetzt schiebt ihr die Arme ganz langsam nach oben. Ellbogen und die Hände bleiben auf dem Boden. Von da aus langsam zurück. Und dann von da aus wieder langsam nach oben schieben. Ellbogen bleiben unten. Langsam runter. Dann wieder hochschieben. Schön gerade bleiben. Hier langsam runter. Und wieder hoch. Als weitere Schulterbewegung ist Folgendes möglich. Und zwar, ihr legt euch seitlich. Beide Knie sind direkt übereinander. Ihr nehmt eine Hand hier auf die Oberschenkel und versucht jetzt mit dem Arm hinter den Körper zu kommen. Den Ellbogen und das Handgelenk auf den Boden zu bewegen oder zu halten. Und dann schiebt ihr den Arm ganz langsam hier nach oben. Handgelenk und Ellbogen bleiben auf dem Boden, soweit es für euch geht. Dann dreht ihr den Daumen, schiebt den Arm so weit wie möglich nach unten. Wichtig ist hierbei, dass sich eure Hüfte so wenig wie möglich bewegt. Ein kleines bisschen ist okay, aber ihr solltet versuchen, die Hüfte bzw. das obere Bein immer in der gleichen Position zu halten. Hier hinschieben, hoch, 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 bis ihr merkt, okay, in der Schulter geht es nicht mehr weiter. Dann den Daumen nach unten drehen, Richtung Hüfte und nach unten schieben. Auch diese Bewegung könnt ihr gerne circa 5 bis 6 Mal durchführen, um mehr Beweglichkeit in der Schulter zu schaffen, um somit zum Beispiel auch über Kopfbewegung besser durchführen zu können. Zum Beispiel Schulterdrücken, Klimmzüge oder andere Übungen, die ihr über Kopf macht, zum Beispiel im Handstand oder sowas. Als letztes, und das ist zum Beispiel eine super, super coole Sache, gerade für euch alle, die sehr, sehr häufig zu Hause nach anstrengendem Arbeitstag zu Hause sitzen und sich denken, oh, mein Rücken tut weh, ich bin mega verspannt und habe den ganzen Tag wieder nur am Bürostuhl bzw. am Rechner gehangen. Einfach mal beim Fernsehen gucken, rumdrehen, auf den Bauch, beide Hände aufstellen, die Hände sind hier und dann schaut ihr nach vorne und versucht mal mit eurer Brustwirbelsäule bzw. mit eurer Brust so weit wie möglich runter zum Boden zu kommen. Atmet tief ein, macht euch ganz gerade, atmet aus und lasst die Brust ganz entspannt Richtung Boden gehen. Die Schultern nicht zu den Ohren ziehen, sondern immer weg. Tief einatmen, ausatmen. Diese Position könnt ihr gerne mal 20, 30 Minuten halten, wenn das für euch möglich ist. Also mal sehen, ob ihr heute Abend in der Position eine Staffel, was auch immer schaut, oder eine Folge von eurer Lieblingsserie und dann in der Position bleiben und danach aufstehen und denken, oh ja, ist doch alles ein bisschen entspannter und der Rücken ist wieder in einer besseren Position bzw. die Wirbelsäule hat sich ein bisschen mehr aufgerichtet. Ich hoffe, ihr konntet mit diesen Übungen ein bisschen was anfangen. Probiert es mal zu Hause aus. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne mal bei Hauptjet-Trainer oder bei den lieben Kollegen von Fitbook. Also, bis bald. Euer Erik. Try to deprive our things to stay.